Genau. Naja, auch interessant, man kann ja nicht nur Koordinaten remote viewen, sondern auch Konzepte. Ja, also die Koordinaten, die sind halt eine Hilfestellung, aber theoretisch geht es auch ohne. Allerdings eine gute Hilfestellung. Ich habe schon mal beides probiert. Es ging auch mal ohne, aber mit Koordinaten scheint man irgendwie einen besseren Kontakt zu haben. Das ist jetzt aber nur meine persönliche Erfahrung. Also ich weiß nicht, ob das generell so ist. Und ja, man kann Konzepte viewen, man kann natürlich materielle Dinge beschreiben. Das spielt ja dann alles zusammen, wenn alle Stufen komplett sind, alle Stufen zusammengeführt sind. Ich meine, Ed Dames, den ich sehr oft auch mit Art Bell zusammen auf Coast to Coast gehört habe und der mir wirklich Heidenangst eingeflößt hat. Das war ein bisschen so Gruselsendung-mäßig. Aber der hat ja auch quasi dieses nächste große Ereignis der Menschheit geviewt, so quasi diese Zäsur, von der alle immer so reden. Und ihr wisst wahrscheinlich, was ich hinaus möchte, er kam da ja auf den Killshot. Ja, und da muss man halt aufpassen. Da kommt es nämlich auf die Target-Formulierung an und wahrscheinlich auch auf die Intention des Target-Erstellers, also derjenige, der dem Viewer die Aufgabe zuteilt. Und wenn man jetzt formuliert, die nächste globale Katastrophe, und es gibt keine globale Katastrophe, also zumindest in einem näheren Zeitraum, dann kann es halt passieren, dass man das trotzdem viewt. Oder mal anders ausgedrückt, ich kann auch jemanden viewen lassen, dass ein Flugzeug in den Kölner Dom stürzt, auch wenn das nie passieren wird. Sprich, wenn die Target-Formulierung falsch ist, kann man durchaus auch Dinge viewen, die zumindest in unserer Realität nicht passieren. Naja, aber in dem Fall hat er, und ich erinnere mich, Ende der 90er Jahre, zum ersten Mal, glaube ich, von diesen Dingen zu sprechen begonnen. Und er beschreibt ein Szenario, das unter anderem auch von Leuten wie Dieter Breuers zum Beispiel, Wissenschaftlern wie Dieter Breuers und im Prinzip der NASA selbst jetzt auch beschrieben wird, nämlich sehr hohe Sonnenaktivität und wir laufen Gefahr, in den nächsten 2 Jahren von so einer Ladung getroffen zu werden. Ja, natürlich auch interessant, dass das genau jetzt mit dem ominösen Jahr 2012 zusammenfällt, aber okay. Ja, aber das hat er vor 10, vielleicht 15 Jahren, glaube ich, zum ersten Mal auch öffentlich gesagt und hat es geviewt. Und damals hat ja noch niemand von der Sonne gesprochen und inzwischen, deshalb finde ich die Dinge ja ein bisschen gruselig, weil es ja, naja, also Ed Dames ist ja eine interessante Person. Ja, aber wie gesagt, das muss nicht im Detail zutreffen. Ich kenne zum Beispiel auch Äußerungen zum Remote Viewing, dass für Mitte oder Ende 2012 wird was beschrieben, dass die Luft quasi elektrisch aufgeladen ist und dass das halt einen negativen Effekt auf die Technologie hat. Also im Sinne eines EMP-Schocks oder so, was man durchaus auch mit der Sonnenaktivität in Verbindung bringen könnte. Allerdings gibt es dann auch die anderen Timelines auf die Zukunft, wo dann halt rausgefunden wurde, ja, zumindest konkret 2012 geht die Welt nicht unter. Ja, und dass es dann auch weitergeht, auch technologisch. Und ja, allerdings dieser Bereich mit der Sonnenaktivität, der scheint sehr präsent zu sein. Also da scheint schon was dran zu sein. Ja, da ist offensichtlich was dran, weil wir können es ja mitverfolgen jetzt wieder. Die genau. Frage ist halt, ob es schlimmer wird als 2001, 2002 beim letzten Maximum oder 2000. Und das ist schon richtig, Ed Dames spricht dann natürlich vom kompletten Untergang. Also was Ed Dames beschreibt in seinen, ja, nennen wir es Visionen oder so, aus Technical Remote Viewing, wo er ja betont, dass das also nichts mit medialer Begabung zu tun hat, sondern im Prinzip einfach nur Knochenarbeit und Konzentration ist. Aber okay, was er dort beschreibt, ist eben wirklich eine Katastrophe in dem Sinn, dass diese Sonnenwinde tatsächlich nicht mehr durchs Magnetfeld aufgehalten werden und diese geladenen Teilchen direkt auf die Erdoberfläche auftreffen und dann ist halt ziemlich Basta hier. Ne? Also das und das muss ja nicht sein, aber interessant finde ich trotzdem, dass die Sonnenaktivität in aller Munde ist. In Amerika bauen ja einige Bunker dafür. Und er das tatsächlich vor Jahrzehnten jetzt, oder mindestens 10 Jahren,
beschrieben hat, wo er so noch kein Haar nach dieser Story gekräht hat. Das finde ich interessant. Ja, das ist schon interessant, auf jeden Fall. Also er wird auf jeden Fall was davon mitbekommen haben beim Remote Viewing. Wie genau sich das jetzt äußern wird, das müssen wir wohl abwarten. Ja, ja, das werden wir alle erleben, hoffentlich. Christian, hast du schon einmal diese nächsten zwei Jahre, hast du da schon mal irgendwas geviewt, das da interessant wäre? Oder? Für die nächsten drei Jahre leider nicht mal. Okay. Also ich lasse mich ja meistens vom Stefan irgendwo hinschicken und der schickt mich dann auch schon mal gerne auf die Venus oder so. Erzähl doch mal von der Venus. Ja, die Venus. Also in der Session war das für mich, war das eigentlich so, dass ich zuerst nur etwas Gelbes, Graues beschreibe, was für mich eigentlich zuerst langweilig war, weil halt nicht viel los war. Ich wusste erst am Ende, dass ich auf der Venus bin. Und ja, in der Session habe ich dann eben auch Stimmungen von der eigentlichen Mission mitbekommen. Ich weiß nicht, was die eigentliche Mission war, dazu müsste Stefan nochmal was erzählen, weil da bin ich nicht so der Fachmann für. Ja, die Venus ist eigentlich ein ruhiger Ort. Ein ruhiger Ort? Ja. Keine Riesenstürme und Vulkanausbrüche und weiß dahinter? Nee, also was ich interessant fand, war, dass ich alles irgendwie kalt wahrgenommen habe, obwohl es so heiß sein soll. Aha. Ja, aber ansonsten finden alle Angaben mit denen, ja, die man so von den Sondendaten her kennt, überein. Bis auf die Temperatur. Das war recht interessant. Mhm. Wobei man da sagen muss, es könnte auch sein, dass er halt auch die Sonde erwischt hat, weil die Sonde, soweit ich weiß, wurde bei der Landung auf minus 10 Grad gekühlt, damit die dort halt länger durchhalten konnte. Das ist ja da um die 500 Grad auf der Oberfläche und enorme Druckverhältnisse. Da haben die Sonden ja nur ein paar Stunden durchgehalten. Das ist richtig, ja. Bei dieser Session, da ging es halt um eine der russischen Venera-Missionen. Das Interessante war, er hat Fremdemotionen wahrgenommen. Da könnte man jetzt natürlich denken, da sind irgendwelche Lebewesen vor Ort. Aber diese Fremdemotionen, die passten zu der Stimmung, die damals im Kontrollcenter bei der Mission Control quasi geherrscht haben soll, die Sonde bedient haben. Und diese Emotion scheint er, obwohl er da quasi auf der Venus war, über die Sonde empfangen zu haben. Man könnte vielleicht sagen, dass die Sonde wie eine Art Avatar für die Bodencrew gedient hat. Okay, und das fand ich sehr interessant dabei. Ja, ich denke ganz einfach, es stand ja schon irgendwie eine Verbindung zur Sonne bis zur Crew hin, dass man irgendwie darüber die Informationen empfangen konnte. Also ich hatte da jetzt hier Emotionen wie Bewältigung, Besorgnis, Intoleranz und sowas. Intoleranz? Intoleranz, ja. Mhm. Interessant. Intoleranz zum Beispiel passt da jetzt überhaupt nicht rein. Beschädigung. Beschädigung? Ja, kam auch vor. Also ich gucke mir gerade nochmal die Session an. Und ja, das sind alles Aspekte, die halt dazu passen, wie die Sonden dort belastet worden sein sollen durch die extreme Atmosphäre. Ah, also Intoleranz im Sinne Materialintoleranz oder so. Ja. Genau. Ah, okay. Höchst spannend. Und ihr habt aber, Stefan, wie hast du ihm denn diese Koordinaten gegeben? Welche Koordinaten hast du ihm da gegeben? Ja, also das machen wir meist mit einem Zufallsgenerator, eine achtstellige Zufallszahl. Und dann habe ich einfach ein Bild dieser Venera-Mission ausgewählt, habe daraus eine Textdatei erstellt mit dem Bild. Also das ist ganz egal, wie man das erstellt. Also man kann es halt ausdrucken und einen Umschlag tun. Man kann es als Textdatei machen. Es muss noch nicht mal ein Bild dabei sein. Also man kann auch einfach die Beschreibung machen, was geviewt werden soll. Und dann habe ich ihm die Koordinaten dazu gegeben. Und so entsteht dann eine Session. Wenn das jetzt das war, was du wissen wolltest. Ja, ja. Ja, ja, also, aber du hast ihm dann, naja, das war es irgendwie schon, aber das heißt, diese Koordinaten, die du ihm gegeben hast, waren zufällige Zahlen. Und wie hast du jetzt nochmal den Zusammenhang mit welchem Punkt auf der Venus hergestellt? Ja, das war durch das Foto, also die Target-Aufgabe,
die habe ich so formuliert, beschreibe das Bild zum Zeitpunkt der Aufnahme, sprich 1982 oder wann das war, und untersuche, was du dort siehst. Das heißt, er beschreibt nicht nur das Foto, sondern begibt sich auch in den Ort und die Zeit hinein. Und was war auf dem Foto jetzt nochmal zu sehen? Auf dem Foto sieht man einfach ja dieses gelb-schwarze Gestein und so einen Ausleger von der Sonde. Also okay, das war ein Bild, das die Sonde auf der Venus aufgenommen hat und 1982 genau. zurückgeschickt hat. Genau. Okay, und du hast ihm das in Form einer Zufallszahl, die du mit dem zusammengebracht hast, gegeben, oder? Genau, so erstellt man Targets. Und okay. Was man halt wissen muss, ist, man beschreibt nicht nur das Foto an sich, sondern man geht wirklich in den Ort hinein. Das heißt, man kann sich da regelrecht umschauen und man kann auch Dinge beschreiben, die außerhalb des Fotos zu sehen sind. Das ist immer sehr interessant, wenn man zum Beispiel selber ein Foto macht und jemand als Target gibt und der beschreibt noch Dinge, die drumherum sind um das Foto. Daran sieht man dann, dass er wirklich dort vor Ort ist, mit dem Bewusstsein. Und was hast du dann noch drumherum wahrgenommen, Christian, um dieses... Also das war dann quasi der Landeplatz. Im Prinzip warst du am Landeplatz dieser Sonde auf der Venus. Ja, es war eigentlich nur eine karge Landschaft wahrzunehmen. Aha. Also Stefan hat mich dann nochmal mit einer sogenannten Bewegungsübung nochmal, ich weiß nicht wie viel, 100 Meter über die Sonde platziert. Also dann habe ich das Ganze aus Vogelperspektive betrachten können. Und da habe ich eigentlich nur graues, weißes und gelb, alles in so eine Oberfläche, einen Untergrund gesehen und ja, es war eigentlich gar nichts los. Ich glaube, du hast das mit den Koordinaten noch nicht so ganz verstanden. Da würde ich ganz gerne nochmal drauf eingehen. Ich denke, da gibt es dann Verwirrungen. Bitte. Also anfangs hat man das Coordinate Remote Viewing ja benutzt, um zum Beispiel Basen bei den Russen ausfindig zu machen. Da hat man die Koordinaten auf dem Globus genommen. Jetzt sagen heute Remote Viewer Koordinaten zu den Zahlen auf den Umschlägen. Das hat aber nichts mit diesen Koordinaten, die man damals benutzt hat, zu tun, sondern das sind einfach Zahlen oder Buchstaben, die man benutzt. Ja, also so habe ich schon verstanden, dass quasi der Monitor, also der diesen Versuch dann durchführt mit dem Viewer, diese beliebige Zahlenfolge mit einem bestimmten Objekt oder einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit verknüpft, oder? Genau, richtig. Ja. Und dann kriegt er einfach diese Zahlenfolge und die führt ihn dann direkt, das ist dann quasi die Adresse im kosmischen Internet. Richtig, kann man so ausdrücken, ja. Ich meine, anders kann man sich das ja eh nicht beschreiben. Ich meine, wenn das wirklich funktioniert, dann gibt es da offenbar einen Informationsraum, der um einiges leistungsfähiger ist als unser Datennetz und der eigentlich ja fast keine Grenzen kennt. Ja, das kennt man ja auch unter verschiedenen Begriffen, zum Beispiel... Manche nennen es morphogenetisches Feld oder Matrix oder Akasha-Chronik. Ja. Yeah. Also im Prinzip kann man überall her Informationen runterladen. Alles, was denkbar ist. Das ist höchst faszinierend. Auch der Mond ist ja immer wieder Quell mannigfaltigster Spekulation. Habt ihr da schon mal auf die Rückseite geschaut und mal nachgesehen, ob es diese Basis dort wirklich gibt? Also wir noch nicht. Da gibt es allerdings interessante Daten zu. Und zwar, ein Fall war, da hat man halt diese Apollo-Mondlandung geviewt und man hat halt geviewt, dass sie wohl wirklich stattgefunden hat. Da gibt es halt diese Theorien, dass das im Studio gedreht worden wäre. Ja, die ich für Blödsinn halte, aber wer weiß. Ja, ich auch. Und man hat es halt wirklich in der Landschaft vor.